In diesem Video. Ich trainiere meinen Bizeps. Der Rasen wird gemäht. Eine Hand drückt auf Stopp. Okay, Spaß beiseite. Ich liebe dieses Intro einfach. Ich habe ja letztes Jahr schon einen Mähroboter getestet und wir waren damals auf einem sehr hügeligen Grundstück und das Ding kam einfach an seine Grenzen, kam die Berge nicht hoch. Und mein Kumpel Thorsten, dem dieses Grundstück gehört, hat mir damals schon von Memotion und dem Luba erzählt, der einfach Allradantrieb hat und damit auch diese Berge hochkommen kann. Und als Memotion dann auf mich zukam und fragte, ob ich den Nachfolger, den Luba 2, mir mal ansehen möchte, musste ich sofort an Thorsten denken und habe gesagt, das mache ich, weil ich will einfach wissen, kommt das Ding tatsächlich die Berge hoch und kann es die Schwachstellen dieses anderen Roboters beheben. Also vielen Dank an der Stelle an Memotion, die mir den Roboter zugesendet haben, damit ich ihn jetzt für euch testen kann. Memotion ist eine Firma, die aus einem Kickstarter-Projekt heraus entstanden ist und der Luba 2, die zweite Generation ihres Rasenmäher-Roboters. Der Luba 2 sieht ein bisschen aus wie das Ergebnis aus einer wilden Nacht zwischen einem Formel-1-Wagen und einem Rasenmäher-Roboter und er kommt in drei Versionen, nämlich der Luba 2 1000, 3000 und 5000 und das beschreibt jeweils die Quadratmeterzahl, die am Tag mähen kann. Es ist ein kabelloser Rasenroboter, das heißt, ich muss keinen Begrenzungsdraht verlegen oder sowas, der dann auch kaputt gehen kann, sondern er orientiert sich über eine RTK-Antenne und Satelliten, über ein Kamerasystem und Ultraschallsensoren. Dazu aber gleich mehr. Die Räder vorne sind sogenannte Omni-Wheels, die können nämlich in jede Richtung drehen, die lenken deswegen auch nicht, aber er hat eingebaute Stoßdämpfer, denn für unebenen Boden ist er gemacht. Obendrauf finden wir noch einen Regensensor, wasserdichte Tasten und eine große Stopptaste, sollten wir ihn doch mal in der Not stoppen müssen. Seine Besonderheit ist, dass er Allrad besitzt und 38%ige Steigungen mähen kann. Das sind 38 Grad und ich konnte es erst nicht glauben, aber wir haben es probiert und das Ding kommt wirklich diese Berge hoch. Das hat so viel Power, das sieht einfach aus, als wäre das wirklich problemlos möglich. Weil das Ding wiegt nämlich 18 Kilo, das ist wirklich nicht so leicht, aber die gummierten Räder haben das Teil da hochgeschoben. An der Rückseite finden wir noch einen Sicherheitsschlüssel, Infrarot für die Kommunikation mit der Ladestation, sowie einen Einschub für die SIM-Karte. Er hat nämlich WLAN, das genutzt werden kann, aber wenn man den jetzt irgendwo einsetzen möchte, wo es kein WLAN gibt, kann man auch auf LTE setzen. Die Schnitthöhe kann in der App variabel eingestellt werden, zwischen 25 bis 70 mm. Und das passiert in der App, das muss ich nicht an dem Roboter machen, das ist also automatisch. Das ist schon ziemlich cool. Er hat zwei Mähwerke und kann damit einen 40 cm breiten Streifen mähen, was auch ziemlich beeindruckend ist. Die Preise beginnen bei 2300 Euro für den Luba 1000, 2700 Euro für den Luba 3000, den ich auch hier habe, und 3100 Euro für den Luba 5000. Es ist also auf jeden Fall kein günstiges Modell und deswegen die Frage, was bekommen wir denn dafür? Im Lieferumfang enthalten sind zwei Stangen mit jeweils 80 cm, der Bumper des Roboters, die RTK-Antenne, die Halterung für die Antenne, ein Netzteil für den Roboter, die Bedienungsanleitung, der Sicherheitsschlüssel für den Roboter, eine Antenne für die Kommunikation zwischen RTK-Antenne und Roboter, das Optikmodul für Wally, der Roboter selbst, ein Netzteil für die RTK-Antenne, alles zum Verschrauben der Station im Boden, Ersatzklingen, Kabel und die Ladestation. Außerdem habe ich hier noch zum Testen da eine alternative Wandhalterung für die RTK-Antenne, weitere Ersatzklingen und ein Dach für die Station. Der Aufbau des Roboters ist auf jeden Fall einfacher als eine Haarschnittanleitung für einen Yeti. Selbst wenn man keine Ahnung hat, wo jetzt hier was hingehört, kriegt man den Roboter aufgebaut und dann funktioniert er. Zumindest wahrscheinlich. Denn zuerst wird das Kameramodul an den Roboter geschraubt. Dann der Bumper verbunden und angeschraubt, der Sicherheitsschlüssel eingesetzt. Dann wird diese kleine Antenne an die RTK-Antenne angeschraubt, das Kabel dann durch das schwarze Rohr gesteckt, die Antenne befestigt und das zweite Rohr montiert. An die Unterseite wird der Spieß gesetzt, der die Antenne dann im Boden hält. Damit fixieren wir die Station, bevor wir sie mit dem mitgelieferten Erdankern im Boden halten. Wir bringen den Deckel an, falls wir den haben, und verbinden am Schluss die Station mit dem Strom. Wir können dann die RTK-Antenne mit der Station verbinden oder mit einem eigenen Netzteil komplett unabhängig von der Station. Dazu liegt auch ein 10 Meter Verlängerungskabel bei. Die Antenne braucht eine 120 Grad freie Sicht in den Himmel, damit die Navigation gut funktioniert. Wir haben dann noch aus Optikgründen die RTK-Antenne an das Gartenhäuschen geschraubt mit der Wandhalterung. Ja, und dann ist der Roboter schon fertig aufgebaut und kann geladen werden. Die Montage des Luba 2 ist also wirklich einfach, das würde selbst ein Affe hinbekommen, solange er die Bedienungsanleitung vorher gelesen hat. Wir laden zuerst die App runter, verbinden uns mit dem Roboter und den mit dem WLAN und dann werden erstmal ein paar Updates gefahren, damit das hier auch alles problemlos funktioniert. Falls wir dort, wo wir sind, kein WLAN haben, können wir das Ganze natürlich auch über LTE einrichten, vorausgesetzt, ich habe eine SIM-Karte hinten eingelegt. Oder ihr macht es wie wir, weil es irgendwie mit dem WLAN am Anfang nicht geklappt hat, habe ich einfach einen Hotspot von meinem Handy gemacht. Das hat auch funktioniert, aber danach hat er sich problemlos mit dem WLAN verbunden. Und ich konnte dadurch auch herausfinden, dass er sich mit mehreren WLAN-Netzen verbinden kann und sich diese auch merkt. Das ist ja manchmal so, was
bescheuert ist, dass man, wie bei der Xbox zum Beispiel, sich einfach nur mit einem WLAN-Netzwerk verbinden kann und danach vergisst das Ding einfach immer wieder, dass es dieses Netzwerk schon mal verbunden hatte und kennt. Das tut der Roboter nicht, der kann also problemlos zwischen mehreren Netzwerken switchen. Dann richten wir die erste Mähzone ein. Das bedeutet, wir fahren die an der Außenkante einmal ab, bis wir wieder zum Ausgangspunkt zurückgekommen sind. Dann kennt er die Mähzone, weiß, wie groß die ist und wo er hin kann. Dann richten wir noch die No-Go-Zone ein, also wo er nicht hin darf, damit er dort zum Beispiel nicht in den Pool reinfährt oder keine Blumen kaputt macht. Ein Feature, was mich richtig sehr beeindruckt hat, ist, dass wir mehrere Mähzonen einrichten können. Das bedeutet, wir haben meinetwegen eine unten im Garten, wir haben noch eine oben hier bei den Solarmodulen eingerichtet, was ziemlich cool ist, vor allem bei so einem hügeligen Grundstück wie hier bei Thorsten. Und das Allerbeste, wir können diese Mähzonen über einen bestimmten Weg verbinden, das heißt, er fährt ja noch immer nur genau diesen Weg, was bei einem hügeligen Grundstück einfach wirklich, dieses Feature ist sein Gewicht in Gold wert. Das ist halt wirklich, wenn ich vielleicht auch verschiedene Mauern oder so habe auf einem Hanggrundstück und es gibt vielleicht nur einen Weg, den er genau nehmen muss, um zu dieser anderen Mähzone zu kommen, den kann ich festlegen und er hält sich auch genau an diesen Weg, fällt auch nicht rechts und links runter oder so. Wahnsinnig geiles Feature. Reden wir mal über die Navigation, denn dieser Roboter, der orientiert sich wie ein Spion auf feindlichem Gebiet, leise und präzise bahnt er sich seinen Weg um Teiche und Gartenzwerge. Das Ganze funktioniert über RTK. Das braucht zwei Antennen, deswegen haben wir diese externe RTK-Antenne und einmal hinten noch einen Bereich auf dem Roboter, den wir nicht überdecken dürfen. Und quasi mit diesen zwei Sachen kann er wissen, wo er sich genau befindet. Er braucht dazu nur Sicht auf 5 Satelliten. Deswegen ist es halt so wichtig, dass die Antenne wirklich 120 Grad Sicht nach oben frei hat und der Roboter theoretisch auch. 5 bis 8 cm Präzision ist so das, was ich woanders gelesen habe. Ich fand sie tatsächlich sogar noch ein bisschen besser, eher so 2 bis 3 Zentimeter, aber wie sich das genau verhält, schauen wir uns dann im Langzeit-Review an, was ich Ende des Sommers bringen möchte. Der Nuber 2 navigiert also mit einer Präzision, die selbst James Bond beeindrucken würde, so wie der die Kurven nimmt. Im Endeffekt helfen dabei aber auch die Kameras und die 3 Ultraschallsensoren. Ein Problem, was ganz viele Roboter haben, die mit Optik navigieren, ist, dass sie sich an Sachen nicht rantrauen und diese halt weitläufig umfahren und ich damit immer ja noch Gras habe, was nicht gemäht ist, was ich dann von Hand weg machen muss. Der Nuber 2 macht das ein bisschen anders, der erkennt nämlich Hindernisse, aber wird dann einfach nur langsamer und fährt vorsichtig dagegen. Wenn dann der Bumper registriert, dass da was ist, hält er an, macht das Meer weg aus, fährt ein Stück zurück und fährt dann außen rum. Aber zum Beispiel bei Sachen wie so kleinen Büschen oder so, wo irgendwie Sachen runterhängen, da fährt er halt dann einfach durch und das führt dazu, dass ich halt nicht diese ekelhaften Rasenkanten habe, die irgendwo um einen kleinen Busch sind, sondern der da tatsächlich auch drunter mäht. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Ich hoffe, das verhält sich auch so auf Langzeit, also dass das auch auf Langzeit cool ist und der damit keinen Mist macht, aber wie das funktioniert, werden wir Ende des Jahres dann tatsächlich herausfinden. Aber ich muss sagen, das Ding piept schon echt viel. Schließen wir das Video mal noch mit so einem ersten Eindruck ab. Also ich muss sagen, das Ding hat mich tatsächlich ziemlich überrascht. Wir haben den ja nur an einem Nachmittag ausgepackt, aufgebaut und sind den mal so ein paar Runden fahren lassen, aber ich muss sagen, die Kanten, die wir ihm gegeben haben, quasi, die ist ja sehr präzise nachgefahren. Überhaupt hat er sich sehr gut an die Grenzen gehalten, die wir ihm gesteckt haben bei den 3-4 Mähvorgängen, die wir hier gemacht haben, um zu sehen, einfach wie gut es funktioniert. Er traut sich halt auch wirklich nah an Kanten zu fahren, was ich gut finde, weil es das Gras dort halt mäht, aber führt halt auch dazu, dass er vielleicht die eine oder andere Schramme mitnimmt, aber ich sag mal, es ist ein Gebrauchsgegenstand, der ist dazu da zu mähen und wenn er da an der Seite ein paar Kratzer hat, das interessiert mich halt nicht wirklich, weil mein Rasen gemäht ist. Der Roboter ist nämlich tatsächlich so leise, dass man ihn manchmal fast vergisst, bis er halt irgendwo dagegen fährt und dann piept wie so ein verärgerter Vogel. Das ist wie, wenn du so eine Beethoven-Sonate nimmst und dann Shitty flutest. Dafür erlaubt er mir halt wirklich verschiedene Mähzonen einzurichten und die mit einem vorgefertigten, festgelegten Pfad zu verbinden, was einfach, ich finde das so geil und ich frage mich, warum ich das noch nicht häufiger bei anderen Mährobotern gesehen habe. Und dazu kommt auch, dass die Entwickler gefühlt sehr viel auf die Wünsche der Community eingehen und man wirklich alles einstellen kann. Ja, es ist wirklich so krass. Ich kann zum Beispiel einstellen, wie mit erkannten Hindernissen umgegangen werden soll. Ob er einfach da wirklich wieder dagegen fährt oder dann direkt außenrum fährt oder die sogar in der Karte einspeichert. Und ich bin richtig beeindruckt, wie viel Power das Teil hat und wie problemlos der auch diese relativ steilen Hügel hier hochgefahren ist. Ihr bekommt Ende des Jahres auf jeden Fall ein ausführliches Update, wie er sich den Sommer über verhalten hat, aber ich muss sagen, vom ersten Eindruck her scheint das einer der besseren Mähroboter zu sein. Er ist nicht günstig, aber ich finde, man bekommt echt eine Menge für das Geld. Ja, man bekommt ein 40 cm breites Mähwerk mit 2 rotierenden Platten, die da mähen. Wir bekommen kamerabasierte Navigation mit RTK, mit einer sehr hohen Präzision. Das Ganze mit Allrad und auch LTE, wenn wir das nutzen wollen. Und ich finde, all diese Funktionen in der Gesamtheit
klingen dann für den Preis doch eigentlich wieder ziemlich fair. Ich hoffe einfach, dass das Review Ende des Jahres genauso positiv sein kann, wie mein erster Eindruck von diesem Ding. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt und die paar Tage seit dem Aufbau jetzt bisher habe ich auch nur Positives gesehen. Deswegen die Frage, habt ihr ein hügeliges Grundstück und würdet ihr genau nach sowas suchen? Ist das von Interesse für euch? Schreibt da unten in die Kommentare. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao!